Herzlich willkommen bei Dynamic Food. Ich mache heute eine Soße für Hähnchenkeulen. Und das zeige ich euch mal gerade ganz kurz. Ich habe hier meine 5 Keulen. Das ist total einfach, was ich heute mache. Und dann haben wir eine Menge Gewürze hier, wie man sehen kann. Von Sojasauce bis unser Dynamic Öl. Es ist für jeden, man kann auch normales, ganz normales, stinknormales Öl nehmen. Rosmarin, Tomatenmark, eine Limette. Und Zimt, Paprika, Curry, Koriander und eine Chili natürlich. Ja, und da bin ich wieder. Ich koche heute alleine. Man braucht ja auch nur meine Hände sehen. Die Chili schneide ich ganz kleine, feine Ringe. So, packen wir hier rein. Dann, der nächste Schritt, brauchen wir eine Reibe. Da nehme ich meine Limette hier und die reibe ich jetzt. Nur das Grüne, ne? Wohlgemerkt, man darf nie das Weiße. Wenn man das Weiße sieht, dann hat man zu viele Bitterstoffe drin. Ne? Ja, was kann man dazu machen? Wir machen ganz normal Buttergemüse und dazu machen wir ganz normal Salzkartoffel. Standard halt. Hier haben wir unsere Limette drin noch. Hier, das ist die Lieblingssojasauce von meiner Frau. Die gibt es eigentlich überall zu kaufen, die gibt es sogar in Chile. Ja, machen wir mal hier. 1, 2. Nummer 3. Nehmen wir jetzt Thymian. Ein Teelöffel sollte reichen. Zimt. Auch nur ein Teelöffel. Wir wollen nicht, dass das nachher zu penetrant da drin schmeckt. Aber es ist. Zimt ist ein herrlicher Geschmacksverstärker für Fleisch, finde ich. Dann haben wir hier Curry. Ein Esslöffel rein. Jetzt haben wir hier Paprika edelsüß. Okay, den Deckel abschrauben. 2 Löffel. Und jetzt kommt Koriander. Nehmen wir auch einen ganzen Esslöffel sogar. Ja, die Konsistenz soll nachher sämig sein. Wir packen da jetzt noch ein bisschen Tomatenmark rein. Vom Tomatenmark brauchen wir auch nicht viel. Wir benutzen von dem ganzen Tomatenmark eigentlich nur auch einen Esslöffel. Und hier ist unser Dynamic Öl. Das habe ich auch mal gezeigt. Das Video ist mittlerweile eigentlich auch schon oben und jeder, der das nachmachen will, kann sich das mal angucken. Das ist wie 5 Minuten Arbeit und man hat halt ein Top-Öl. 4 Löffel rein. Von dem Honig braucht man auch nicht viel, dann nehmen wir auch einen Esslöffel. Oh, nehmen wir mal hier diese 4 Löffel. Ja, das reicht schon. Jetzt brauchen wir noch Salz. In etwa 2. Teelöffel. Machen wir nochmal hier. Jetzt habe ich hier meinen Rosmarin. Den Rosmarin, den hacken wir nochmal ein bisschen. Jetzt kippe ich das hier alles rein. Und jetzt rühren wir das. Das ist eine richtige sämige Paste. Schön dunkel. Durchs Tomatenmark. Es ist keine Soße, es ist schon richtig fest. Also, hier. Es ist fest. Jetzt nehmen wir hier einen Löffel und packen das auf eine Keule. Und dann auf die nächste. Und das machen wir jetzt für Keule. Wir lassen das eine Stunde gleich hier gehen. Mit der Hand. Einmal so. Damit wirklich überall was ist. Viel Liebe. Damit, wenn die Frau nachher nach Hause kommt, auch was Leckeres zu essen hat. Ja, das ist unsere Marinade. Ich muss meine Hand jetzt sauber machen, weil sonst zieht mir gleich das Chili rein. So, unsere Keulen sind fertig mariniert und haben jetzt schön lange gezogen. Ich packe die jetzt in den Ofen. Die kommen bei 200 Grad. Lass mal einfach hier rein. Und für 15 Minuten, nach 15 Minuten kommen wir dann wieder und dann zeige ich euch den nächsten Schritt. So, unsere ersten 15 Minuten sind fertig. Jetzt schauen wir doch mal hier. Jetzt nehme ich eine Limette. Dann habe ich hier unsere Schale für die Soße. Da presse ich jetzt meine Limette rein. Unsere Soße. Jetzt nehme ich mein Blech. Jetzt schiebe ich die Keulen alle mal zur Seite. Kratze die
Reste, die auf den Boden gefallen sind, schon mal raus. Mach die hier mit rein. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Ich habe noch hier unsere Gemüsebrühe. Das kommt auch noch dazu. Jetzt nehme ich einen Pinsel und pinsel unser Fleisch damit nochmal ein. Und das ein bisschen Feuchtigkeit kriegt. Wir nehmen jetzt nochmal unser Blech hier raus. Super lecker aus. Nochmal richtig ordentlich einpinseln alles. Jetzt habe ich hier eine Zwiebel. Eine. Die halbiere ich ganz normal. Und dann viertel ich sie. Wir wollen die Zwiebel nachher raus haben, aber ich packe da jetzt so ein paar Stückchen rein. Dann Knoblauch. Ich habe noch drei Zehe bekommen. Die schneide ich auch einmal nur grob, weil wir wollen die nachher wieder rausfischen. Wir wollen davon nichts haben im Essen. Unsere Tomatensauce. Ich habe hier passierte Tomaten. Da sind 500 Gramm drin. Wir nehmen aber nicht 500, wir nehmen 200. Nicht auf das Fleisch kippen, sondern überall daneben. So soll es dann aussehen in etwa. Na, die Soße ist überall in den Seiten. Und das kommt jetzt nochmal, je nach Dicke, wie sie aussehen bei euch. Also ich will es nochmal auf jeden Fall jetzt 15 Minuten reinpacken, damit ihr alle Sachen durchziehen könnt. Ach, das ist ohne, das ist richtig fein. Boah, richtig perfekt. Ich habe die 2 Stunden habe ich so deinen Sud stehen lassen. Die Soße ist perfekt. Unsere Zwiebeln sind nur leicht angeschmort. Das ist alles richtig toll, genauso wie ich es haben wollte. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe hier mein Sieb und ich gehe jetzt mit dem Blech hier rüber. Du liebst dieses Sieb, kann das sein? Du siebst alles. Gefühlt sehe ich dich immer am Sieben. Sieben ist was Wichtiges halt so. Also, das habe ich im Restaurant relativ früh gelernt. Ich habe ja jetzt ganz viele Sachen hier drin. Ne? Zwiebeln, Knoblauch und Thymian, Gewürze, ganzen Rosmarin und Chili. Und ich will das alles gar nicht drin haben. So. Ich quetsche das jetzt alles ein bisschen hier so. Die Zwiebeln verlieren auch viel Aroma dadurch nochmal. Und dann wird das, glaube ich, richtig klasse. Ja, ich filme nicht mehr alleine. Meine Frau ist gerade am Videos bearbeiten. Und jetzt ist mein Assistent Dr. Jeff, den Game Changers hier bei mir. Guter Mann. Wir gucken uns einmal das an. Oh, das sieht richtig gut aus. Das wird klasse. Jetzt kommt der wichtigste Part. Vollendung des Gerichtes. Hier unsere Soße. Oh, der Löffel ist heiß. Und jetzt kommt ein klassischer Gastronomie-Petersilienrand. Wir haben so viel Petersilie drin, dann kann man das auch mal so schön machen. Und fertig ist das Essen. Ja, das ist meine Hähnchensoße. Es ging eigentlich nicht um die Kartoffeln und auch nicht um das Gemüse. Bitte beachtet das nicht. Beachtet auch nicht das Fleisch. Es geht nur um die Soße in diesem Gericht. Und ja, die Soße ist pervers. Das Fleisch, die Marinade. Einfach alles an diesem Hähnchen wird so gigantisch lecker schmecken.